Hallo, hier Daxia mit dem Let's Play Skyto. Vielleicht fast dann weint ein neues Projekt, was ein bisschen anders sein wird, denn da werde ich immer versuchen, jeden Tag etwas rauszubringen. Wird aber natürlich nicht immer flüssig laufen, vor allem jetzt momentan, weil ich einen Umzug, also kurz vorm Umzug bin. Und dann wird es ja später auch immer wieder Musikvideos geben und da will ich dann natürlich meine ganze Zeit genau darauf einsetzen. Und da kann ich dann natürlich nicht nebenbei noch ein Let's Play machen. So, das ist aber ein gutes Gelegenheitsspiel, da kann man mal schnell mal so 10 Minuten reinschmeißen, mal einmal am Tag und das reicht ja. Ja. Würde ich meinen, fangen wir direkt ein neues an. Also ich hab da schon länger dran gespielt gehabt, aber ich denke mal. Also als ich dann den Entschluss gemacht habe, gezogen habe, wie auch immer, dass ich dieses Projekt machen will, da habe ich ja gesagt, okay, dann werde ich das einfach mal aufhören zu spielen und mache dann einfach direkt ein neues Spiel und das machen wir jetzt mal sofort. Ja, und am Anfang, ja, bitte, neues Spiel. Nee, nicht einfach. Ich kenne es ja eigentlich schon. Neustart. Gott. Schön, dass ich mich hier so gut auskenne. Ja, bitte. So. Achso, macht er jetzt spielen und dann bitte auf. Ah ja. Leck mich. Na, dann mache ich das wohl auf einfach mal. Gut, schön, dass der Anfang so super klappt. Eins will ich dann aber noch schon mal im Voraus sagen. Ich werde hier nicht die ganzen Dialoge vorsprechen, weil das mitunter so ein schlechtes Deutsch. Oh Mann, es geht einfach überhaupt nicht. So, und. Ah ja. Bla bla bla. Lest selbst. Ich werde es jetzt nicht vorlesen. Ich finde es auch irgendwo ein bisschen. Ja. Es war ganz nett, aber ich werde es mir jetzt nicht durchlesen. Pausiert also bitte. Bis ich natürlich irgendwann zu dem Punkt kommen werde. Oh. Ja, das nehmen wir, müssen wir alles einsammeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ganze Steuerung war. Nehmen wir hier die Maus raus. So. Oh. Und müssen immer ein Zeug einsammeln. Das gibt Punkte und ja, und Geld im Endeffekt. Und am besten hier nirgendwo irgendwo gegenstoßen. Das wäre schlecht. Denn wir müssen meistens sowas in einer bestimmten Zeit schaffen. Was ist das? Ich gehe da einfach mal gehen. Leben. Gut, brauche ich jetzt nicht. Ja, ich habe das jetzt schon einige Wochen nicht gespielt, daher weiß ich überhaupt nicht mehr, was hier was war. Ah, das ist so eine Skyphozoan, lebendiges Sprungbrett, also wie es gerade ausspricht. Ja, so. Bams. Und dann nehmen wir natürlich dann gleich dieses Zeug hier mit. Und dann haben wir gleich noch so eins. Nehmen wir auch das mit. So. Ja, die erste Folge wird jetzt natürlich ein bisschen länger sein, als ich mit dem ja erst noch durchgequatscht habe und jetzt erst einen Time erstellt habe. Also beim Anfang der Mission. Yay! Ja, simples Spiel. Ist aber halt für ein Gelegenheitsspiel super. Nitro. Ja, Nitro ist cool, aber. Rauchen tut man es eigentlich meistens nicht, sondern man hat wirklich unglaublichen Zeitdrang. Ja, das hat ja gut geklappt. Ja, das meiste wird ja erklärt, daher muss ich eigentlich nicht allzu viel darüber sagen, außer, naja, oh mein Gott, das hat nicht geklappt oder so. Oh, Leute. So, da habe ich das jetzt ein bisschen falsch eingeschätzt. So. Haben wir das erste geschafft? Ja, ich werde dann sehen, ob das mit den Ton dann so ganz gut ist. Also die Musik ist ja jetzt nicht das Problem, aber ob GEMA da Probleme machen wird, das werde ich dann sehen. Ja, schöne Sache. Bla. Okay, ich lese es mir da durch und damit ihr wenigstens die Zeit habt, das durchlesen zu können. Bla bla bla. Bams.
So, hier haben wir unsere kleine Statistik, ja, haben wir alle super gemacht, keine Bescherung, ja, das habe ich ein bisschen verkackt, aber ja, ich will ja hier auch kein Speedrun machen oder das alles perfekt machen oder so, ich will einfach nur zocken. So, bla bla, bams, so, hier haben wir einfach ein Abenteuer, Kristalle bekommen wir immer wieder, also finden wir meistens mit auf dem Wege und Geld kriegen wir ja halt, wie ihr gerade so gesehen habt, per Statistik. Ja, ihr seht, es ist alles eine ziemlich teure Angelegenheit. Und ich will mir ehrlich gesagt hier das noch ein bisschen aufsparen. Zumindest ein bisschen. Erhöht die Anzahl der Boni. Also ihr seht, das ist alles für, ja. Für Zeug halt. Oh Mann, heute bin ich wirklich sehr gut mit meinen Erklärungen. So, Abenteuer. Und dann wird hier irgendeine Story reingeschmissen, aber wie gesagt, es ist so grausam zu lesen, deswegen werde ich das auch nicht vorlesen. So, bla. So, alles cool. So, jetzt können wir uns hier den ganzen Kack kaufen. So, deswegen habe ich das jetzt noch nicht verschwendet hier mit den Diamanten, sag ich jetzt mal, da gibt es noch einen anderen Begriff hier. Dann nehmen wir das und ausweichen und das ist, ja. So, Maus wieder raus. Ja, ich muss Desktop-Aufnahme machen, weil mit dem Programm, was ich habe, kann ich leider nicht standardmäßig aufnehmen. Also muss ich das per Desktop machen. Also seht ihr, naja, meine Güte, meine Leiste, das ist jetzt auch nicht viel. Kasten, ja, da ist immer was drin. Am Ende der Route, das ist halt Surprise, Surprise, Kiste. Ja, also Spielprinzip ist ziemlich einfach, wie ihr seht, einfach nur ausweichen und ja, am besten wirklich allem ausweichen, weil dafür kriegt man am Ende auch wieder zusätzliche Punkte. Was natürlich Geld bringt, etc. und das kann man natürlich gebrauchen. Sehr gut sogar später gebaut, also nicht nur für hier die Routen jetzt selbst. Das werdet ihr aber dann sehen. So, dann haben wir schon das nächste Item. Oh, und ich sehe auch schon, was es ist. Ihr werdet es wahrscheinlich auch schon erkennen. Genau, das ist nämlich so ein Diamant. Kristall. Dann halt ein Kristall. Rubin wahrscheinlich. Ja, ich hole ihn mir ja schon. Raus. So, und mit diesem Magnet nehme ich halt alles ein bisschen eher auf, wenn ich schon in der Nähe bin und ich muss nicht direkt drüber fahren. Das ist gerade so. Ich muss das jetzt ein bisschen spannend gestalten. Nein. Hey. So, ja, ich mache also immer so ungefähr 10 Minuten. Es sei denn, ich bin halt mitten in der Mission, dann werde ich einfach nur schnell den Timer ausschalten und die Mission erstmal zu Ende spielen, logisch. Denn ich will es halt wirklich auf eine Folge pro Tag belassen und das sind dann wirklich nur diese ungefähr 10 Minuten oder 15 Minuten, wie auch immer, was dann dabei rauskommt. So, Viech. Deswegen habe ich das Ausweichen benutzt, weil wir müssen auch diesen wütenden Igel zum Beispiel ausweichen. Greift an, ja. Können das Schiff durchlöchern? Ja. Abwehren. Oh, was haben wir da? Achso, das ist einfach der Perk, den wir auch so aufnehmen könnten. Machen wir doch einfach mal, dann sind wir ein bisschen agiler. Brrr. Sehr schön. Ja, tschüss. Aber irgendwie kriege ich hier keine weiteren Sachen. Das finde ich nicht so schön. Tja. Ups. We'll be right back.
Also, wir müssen jetzt auf der Hut sein, wir müssen aufpassen, wir müssen ausweichen, wir, ja. Bei der ersten Folge passierte schon ziemlich viel. Yay, tschüss, Kraken. Ja. Ja, da werde ich jetzt einfach mal so reinfliegen. Aber es ist halt kein Problem, wie ihr seht, ist da ja wieder hier etwas, was wir gut gebrochen können. So, aber wie es hier manche schaffen, ohne Beschädigung durchzukommen, das frage ich mich. Jetzt nicht unbedingt wegen den Viechern hier, aber manchmal ist es wirklich ein bisschen sehr schwer. So. Oh, da hält er mich auf. Achso, ich kann die auch ein bisschen anschlagen. Aber. So. Und man muss ab und zu dann auch mal aufpassen. Es gibt dann auch andere Missionen, da müssen wir quasi so ein Ding hinter uns herschleppen. Und da können wir dann natürlich nicht so agil, wie ich jetzt hier mache, hier hin und her fliegen. Weil es darf da nicht beschädigt werden. Aber ja, dazu später dann mehr. Beziehungsweise eigentlich habe ich jetzt schon fast alles erklärt. So. Jetzt sind wir ja schon wieder fast durch mit der Mission. Ich kann kein Feuer mehr, bla bla bla. Ich möchte, wir können, bla. Ja, wie ihr seht, ich gebe da überhaupt nichts drauf auf die Story. Also pausiert wirklich, wenn euch das interessiert. So, ein Kristall haben wir bekommen. Also die Insel, Flugzeit 180 Sekunden. Ah ja, wir haben trotzdem Zeug bekommen. Darauf kommt es an. Und das ist ja jetzt eher ein Witz gewesen. Na gut, weiter geht's. Wie gesagt, ich will ja hier keinen Speedrun machen oder einen Perfect Run. Das ist ja irgendwie jetzt perfekt, dass wir hier gerade am Ende sind. Ich werde hier nur... Nein, wohl nicht. Okay. So. Jetzt sehen wir hier schon die ersten Optionen. Das können wir dann natürlich unten verbessern. Hier haben wir noch den Tagesraum. Hier können wir jetzt auch Aufträge machen. Das ist natürlich super. Schauen wir mal, ob wir hier... Obwohl, wir haben ja noch viel zu wenig eigentlich. Und das will ich mir ehrlich gesagt wirklich noch aufsparen. Können wir eigentlich für die Routen insgesamt immer hier brauchen. Und ich denke mal, wir kriegen hier auch genug Geld so zusammen. Andererseits, ihr seht ja hier Spekulant, hier ist es natürlich dann mehr. Ich guck mal. Ich werde, denke ich mal, einfach mal dann schauen, dass es dann einfach jetzt mehr ist als jetzt. Und dann werde ich das machen. Aber ich würde sagen, dies war es erstmal von der ersten Folge von Skatefly Passa Simbind. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Dark Saber, bis dann.